1984 im Raum Aachen. Eine 17-Jährige auf dem Weg in die Disco. Nachts möchte sie nach Hause trampen. Das wird ihr zum Verhängnis. Angelika S. wird umgebracht. Auch mit Hilfe der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst wird damals versucht, den Mordfall zu klären. Der Journalist Ralf Döbele hat sich unter anderem mit diesem Fall intensiv beschäftigt. Er macht deutlich, dass Polizei und Justiz bei einigen Verbrechen einen langen Atem brauchen. 20 Jahre lang war der Fall Angelika S. ein Cold Case. Dann stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht das einzige Opfer eines brutalen Serientäters war. Busse oder Bahnen? Mitte der 1980er Jahre sind die Möglichkeiten für Jugendliche, was das angeht, auf dem Land sehr begrenzt. Für viele ist Trampen die einzige Alternative. Auch Mordopfer Angelika S. wählt oft diesen Weg, um im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen voranzukommen. Angelika S. wollte den Abend des 31. August 1984 mit einem Disco-Besuch verbringen. Dafür verabredete sie sich mit einer ihrer besten Freundinnen, die in dem XY-Beitrag Margit genannt wurde. Die beiden wollten zunächst hierher kommen, an den Bahnhof nach Erkelenz. Dort wollte Angelika ihr Fahrrad abstellen und dann von hier aus trampen, um weiter zur Rockfabrik zu kommen, zu der Disco, die etwa 35 Kilometer von hier entfernt war. Zunächst haben die beiden Jugendlichen Glück. Ein entfernter Bekannter hält an und nimmt die beiden direkt mit zur Disco. Wir sind hier in Übach-Palenberg, genau im Stadtteil Boscheln. Hier befindet sich noch heute die Rockfabrik. Am Abend des 31. August 1984 kamen Angelika S. und ihre Freundin Margit hierher. Sie verbrachten mehrere Stunden in dem Lokal und auch der Mann, der sie hierher gefahren hatte, verbrachte den Abend dort. Doch der gemeinsame Besuch in der Rockfabrik endet an diesem Abend nicht wie üblich. Gegen Mitternacht geschah dann etwas Ungewöhnliches. Angelika verließ die Disco, obwohl Margit eigentlich davon ausgegangen war, dass die beiden gemeinsam wieder nach Hause fahren, möglicherweise mit dem Mann, der sie hierher gebracht hatte. Margit ging Angelika hinterher, doch sie erreichte sie nicht mehr. Von dem Moment an war Angelika verschwunden. Einmal wird Angelika S. in dieser Nacht noch gesehen. Etwa 6 Kilometer von der Disco entfernt versucht sie als Anhalterin weiterzukommen. Am nächsten Morgen steht Angelikas Fahrrad immer noch am Bahnhof Erkelenz. Was ist mit der 17-Jährigen passiert? Angelikas Eltern waren zu diesem Zeitpunkt bereits in großer Sorge. Sie hatten bereits die Verwandtschaft abtelefoniert und auch Freunde von Angelika. Sie wussten, dass ihre Tochter immer wieder per Anhalter fuhr, hatten auch versucht, sie davon abzubringen. Letztendlich verständigten sie die Polizei. 2 Tage später wird auf diesem Feld in der Nähe die Leiche von Angelika gefunden. Sie ist fast nackt. Die Polizei konzentriert sich bei ihren Ermittlungen auf die zahlreichen verschwundenen Gegenstände aus dem Besitz des Opfers. Beispielsweise der roséfarbene Anorak, den Angelika S. erst kurz vor dem Verbrechen gekauft hatte. Aber auch ihre Schuhe, ihre Brille, ihr Schlüsselanhänger und auch der Tabak und das Feuerzeug, das sie dabei hatte an dem Abend. All das war verschwunden, könnte sich also noch im Besitz des Täters befinden. Für die Kripo war es auch wichtig herauszufinden, wer Angelika S. von der Rockfabrik bis nach Geilenkirchen mitgenommen hatte, wo sie dann schließlich trampte und mutmaßlich zu ihrem Mörder ins Auto stieg. Richtig weiter kommt die Kripo Aachen in dem Mordfall Angelika aber nicht. Neue Hoffnung setzen die Beamten auf eine Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY ungelöst. Es gibt, meine Damen und Herren, kaum ein Thema, über das wir in dieser Sendereihe so oft sprechen müssen wie über das Fahren per Anhalter. Wir wissen natürlich, dass wir uns jedes Mal, wenn wir es tun, bei jungen Leuten, die viel trampen, unbeliebt machen. Dennoch halten wir es für richtig, auch auf die Gefahren, die mit der Anhalterei verbunden sind, immer wieder aufmerksam zu machen. Noch zumal es natürlich in erster Linie darum geht, jene Leute zu ermitteln, die das Trampen nun einmal so gefährlich machen. Zusammen mit einem Kollegen. Der zuständige Aachener Ermittler berichtet bei XY in diesem Zusammenhang von einem Erlebnis nach der Beerdigung von Angelika S., das bei ihm für Kopfschütteln sorgt. Als wir den Friedhof verlassen haben, waren die meisten Trauergäste schon weggefahren oder auch weggegangen. Wir sind in unseren Wagen gestiegen und hinausgefahren auf die Landstraße.
Und dort glaubten wir unseren Augen nicht zu trauen. Mehrere der jungen Leute, die gerade am Sarg ihrer Mitschülerin gestanden hatten, waren schon wieder dabei, ihre Transportprobleme per Autostop zu lösen. Gelöst werden kann der Fall Angelika S. mit Hilfe von XY aber nicht. Er wird über 2 Jahrzehnte lang zum Cold Case. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis wieder Bewegung in den Fall kam. 2003 wurde zunächst die sichergestellte DNA vom Tatort in die bundesweite DNA-Datenbank eingespielt. Es dauerte aber bis 2007, bis es dort zu einem Treffer kam. In dem Jahr wurde an der niederländischen Grenze ein 51-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt bei einem Metalldiebstahl. Dieser Dieb heißt Egidius S. Als seine DNA in der Datenbank eingespielt wird, gibt es einen Treffer. Es ist die gleiche DNA, die im Fall Angelika S. gefunden wurde. Und sie war nicht die einzige Tremperin, die in den 1980er Jahren im Großraum Aachen getötet wurde. Die Polizei kommt einer unheimlichen Serie auf die Spur. Egidius S. gestand letztendlich noch 4 weitere ähnlich gelagerte Verbrechen. Zwischen 1983 und 1990 hatte er insgesamt 5 junge Frauen getötet. Aus diesem Grund verlieh ihm die Presse auch den makaberen Spitznamen der Bürger von Aachen. Im Sommer 2008 beginnt vor dem Landgericht Aachen unter großem Aufsehen der Prozess gegen Egidius S. Egidius S. hatte bereits im Vorfeld seine Geständnisse in den 5 Fällen widerrufen, beteuerte fortan seine Unschuld. Die Verteidigung argumentierte in dem Verfahren, dass er diese Taten lediglich gestanden hätte, weil er masochistische Neigungen hatte. Die Aussicht auf Bestrafung in diesen Fällen hätte ihn also erregt. Somit wurde auch das Sexualleben des Angeklagten ein Teil des Prozesses, was besonders für die Angehörigen der Opfer nicht leicht zu ertragen war. Mitte August 2008 fällt das Urteil gegen den 52-Jährigen. Das Schwurgericht ließ sich von dieser Art der Verteidigung letztendlich nicht beeindrucken. Egidius S. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Für die zuständigen Richter von der ersten Schwurkammer waren die Geständnisse nach der Festnahme entscheidend. Die hatten nämlich auch reichlich Täterwissen beinhaltet. Außerdem gab es nicht nur DNA-Material von Egidius S. aus dem Fall Angelika S., sondern auch aus 3 anderen Verbrechen, die er begangen hatte. Der Würger von Aachen sitzt viele Jahre im Gefängnis und kommt dann noch einmal unfreiwillig in die Schlagzeilen. Egidius S. saß rund 10 Jahre seiner Haftstrafe ab in einer Einzelzelle in der JVA Bochum. Dort wurde er im Juli 2018 tot aufgefunden. Er hatte sich selbst getötet, es war allerdings kein Selbstmord. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass er bei der Praktizierung autoerotischer Techniken ums Leben gekommen war. Die 17-jährige Schülerin Angelika S. Auf ihrem Heimweg von der Disco fiel sie 1984 einem Serienmörder zum Opfer.